Shalom Aleichem. Heint will mir der Mann in der Persönlichkeit, wo sein Numen ist gewehen auf den Lippen von der ganzen jüdischen und nicht nur jüdischen Welt. Und der Numen ist Menachem Mendel Beiles. Ist geboren geworden in der Stadt Kiew in 1874 und hoch sein Tate ist gewehen nach Hussit, ist der Sohn allein zu seinen jüdischen Immune gewesen gleichgültig. Abgedient in der zarischen Armee, hat zu 22 Jahren Chassene gehabt und gearbeitet wie ein Prikaschik auf der Ziegelfabrik beim Fabrikant Seitzer. Hat gewohnt in der bekannten Gegend Podol, herumgeringelt mit christlichen Schäden. Ein Futter von einer größeren Mischpuche hat Beiles kein Honig nicht gelegt. Mit den Schäden Christen kann sich suchen nicht gehabt. Noch mehr, bei diesem blittigen Pogrom von 1905, seinen Zinimenstieb gekommen etliche Vorsteher von der Schwarzmäker Organisation Verband von russischem Volk und ihm versichert, als er darf verkennen nicht mehr rum. Im Plutzen wird unter der Stille Ried in 1911 arrestiert unter der Beschuldigung von ritualen Mord, anders gesucht Alilas Dam. Wir wollen sich jetzt nicht daran lassen in Kim Protim, aber sein Arrest hat aufgerudert die ganze Welt und mobilisiert die progressive und humanistische russische Intelligenz in Kampf gegen den Bilbel von der so gerufene echte russische Patrioten. Der Prozess ist vorgekommen in Nansen, Dratzen. Und heuer merken wir ob, in der Tür sind dem Besäuen von der russischen zarischen Macht und dem Nitzuchen über die finstere Keuches und Antisemitismus. Noch ein Prozess, wo die Geschworene meistens puschete Poirim, ob mir berechtigt, ob Menachem Mendel Beiles Bestieke verlost Russland und sich herübergepäckelt kein Palästina. Lang hat sich dort nicht verhalten, in umgekommen in Amerika. Wegen seiner überlebenden Unisiones hat ungeschrieben ein Buch sich Reunis auf Jiddisch, was ist die Geschichte von meinen Leiden? Was ist der Schienen in New York in 1925? Dem 7. Juli 1934 ist Menachem Mendel Beiles gestorben in New York.